Liebe Leser, nach dem Italien Grand Prix 2020 in Monza kann es nur einen geben, der wirklich gut geschlafen hat. Vielleicht hat er auch gar nicht geschlafen, je nachdem, wie intensiv die Party danach war. Wenn er aber ein Auge zugetan hat, dann dürfte Pierre Gasly angenehm geträumt haben, von seiner bisher größten Sternstunde. Er ist der erste französische Rennsieger seit Olivier Panis 1996 in Monte Carlo und der erste Fahrer in der Turbo-Hybrid-Ära seit 2014, der nicht für Ferrari, Mercedes oder Red Bull gewonnen hat. Und er hat AlphaTauri das zweite Wunder von Monza beschert, nachdem Sebastian Vettel 2008 an gleicher Stelle den Premierensieg für Toro Rosso erzielte. Es gibt aber noch mehr, was den Erfolg von Gasly in Monza bemerkenswert macht, zum einen natürlich der Umstand, dass er fast genau vor einem Jahr von Red Bull zurück zu Toro Rosso versetzt worden war, weil man seine Leistung bei Red Bull neben Max Verstappen für nicht gut genug befunden hatte. Nun ist er der erste Red Bull-Fahrer nach Verstappen, der ein Formel-1-Rennen gewinnt. Erzielt hat Gasly diesen ersten Grand Prix-Sieg ebenfalls fast genau ein Jahr nach dem Unfalltod seines engen Freundes Antoine Hubert in Spa. Und es ist schon bezeichnend, mit Charles Leclerc hatte damals tags darauf ein weiterer Wegbegleiter Huberts das Formel-1-Rennen gewonnen. Natürlich, es waren besondere Umstände, die Gasly den Sieg ermöglicht haben, sein früher Boxenstopp noch vor der ersten Safety-Car-Phase, wovon er später entscheidend profitierte. Der Abflug von Lenz Stroll nach dem Restart in Anschluss an die Rotphase. Und die Stop-and-Go-Strafe gegen Lewis Hamilton. Das soll aber den Erfolg von Gasly nicht schmälern, im Gegenteil. Wie oft hört man schließlich in der Formel 1 den Satz, man muss bereit sein für jede Möglichkeit, die sich einem bietet. Und Gasly hat eben diese Möglichkeit perfekt genutzt, blieb auch unter Druck fehlerlos, und Hand aufs Herz, auch sie haben beim Restart nach der Rotphase mitgefiebert, spätestens beim Pack-and-Finish zwischen Gasly und Carlos Sainz. Das war Gänsehaut pur, und man hätte den Sieg sicherlich jedem von beiden gegönnt, am Ende kann es aber nur einen geben, und es traf einen, der vor allem in diesem Jahr regelmäßig überzeugt. Von den 20 Punkten, die AlphaTauri vor dem Italien Grand Prix gesammelt hatte, gehen 18 zurück auf Gasly. Sein Qualifying-Duell gegen Daniel Kvyat hat er ähnlich dominant mit 7:1, die einzige Niederlage in Spa um 0,015 Sekunden, klar im Griff. Gasly fährt wahrscheinlich besser denn je in der Formel 1, hat mit dem AlphaTauri F01 auch ein brauchbares Auto, mit dem er seine Leistung abrufen kann. Eines, das seinem Fahrstil schmeichelt, also anders als bei Red Bull im Vorjahr. Das hat schon vor Monza zu einigen Qualifying-Überraschungen und 4 Top-10-Ergebnissen geführt, und jetzt zum Sieg. Wohin aber bringt ihn dieser Sieg? Das ist die große Frage am Tag danach. Und eigentlich hat Red Bull-Teamchef Christian Horner schon vor einer Woche die Antwort darauf gegeben, nicht zurück zu Red Bull. Man sei zufrieden mit dem Status quo, denke derzeit nicht über einen Fahrerwechsel nach, meinte Horner. Indirekt sagte er damit, sorry, Pierre, das wird nichts, vielleicht nie mehr.